Ein neuer Tag, eine neue Gehaltsüberweisung. Was macht man, wenn man sich lieb hat? Sag mal, erklär du das mal anderen. Was macht man, wenn man sich lieb hat? Nee. Erklär du das. Nee, du kannst das erklären. Dann halt eben du, Paul. Man kann zum Beispiel, wenn man sich lieb hat, kann man mal nackt durchs Haus rennen. Oder? Tja, was mit dir denn? Was? Theoretisch könnte man das machen, aber... Meinst du nicht, dass das jetzt eure Eltern machen, wenn wir hier sind? Nee, ich meine die nicht. Anton? Bin ich mir also ganz sicher. Ich muss doch runter. Läuft. Das ist das Schlechteste hier, dass das da nicht richtig durchmacht. Könnte ich wahnsinnig werden, könnte ich da. Oh. Sieht aus wie... Hä? Wie sieht das aus? Manchmal findet man sowas auf der Damentoilette beim Aufräumen. Ach du Scheiße, Dennis. Ja, was ist das denn? Nee. Ach so. Was ist es? Sag ich das denn? Sag mal. Ich würde es wissen. Ungefähr so lang? Ja. Farbe? Ist vielleicht vorne rot? Warum gibt es hier nur zwei Gemüsefelder? Haben nicht mehr, aber wir haben doch mehr. Wenn da Möhren drauf liegen, ich bin allergisch. Da kriegt keine Luft mehr. Forderst du das echt heraus? Alter, da kommen hier halt keine Möhren drauf. Hier ist doch das. Du sagst denn das nicht? Hä? Da ist doch der dritte. Du sagst doch mal nichts. Hab mich doch gerade hingelegt. Wollt mich alle verarschen. Wollt mich alle verarschen. Glatt mal Portionen ab. Wie viel ist denn eine Portion? Eine Handvoll. Hast du die Hände gewaschen? Das zu hängen, das ist echt übel. Die Corona drin ist. Was ist denn Corona eigentlich? Corona ist ein Virus. Das wie groß ist so ein Virus? Kann ich den auf der Haut? Sieht man den hier? Nein, dann geht's dir beschissen und legst wahrscheinlich im Krankenhaus. Was war mal heute, weißt du das? Nee, ich hab keine Ahnung. Warum? Okay, das habt ihr schon richtig Lust. Ja. Habt ihr schon richtig Lust, Olaf? Hä? Ja. Bisschen mehr Kontinuos. Ahoi. Uli. Was? Wo geht's denn heute hin? Ach, am liebsten ins Bett. Will, wo geht's denn heute hin? Ei. Der Bech noch. Wir brauchen noch eine neue Kühlschrankinspektion. Okay. Glas Keramik rein. Aha, ich wusste's. Wir haben ja auch noch. Wie viel? 5 Pizzabrötchen. Wieso nur 5? Naja, weil als ihr gestern gekommen seid, 3 Bleche oder so vernichtet habt. Da liegt noch ein Stück Schinken auf dem Boden. Immer noch sehr viel Creme Fraiche. Statement zur Aussicht. Gut. Ulrich! Ah. Ulrich! Ulrich! Statement zum Ulrich. Das passt auch. Wenn ich eine Kettensäge hätte, würde ich das Arme machen, bis sie Holz. Aber ist ja nicht da. Uli! Ulrich! Fahrradreifen. 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 Was, ich bin zu dünn? Was, ich bin zu dünn? Was, ich bin zu dünn? Und jetzt sagst du noch Kontaminationsverschleppung. Kontaminationsverschleppung. Sag doch nochmal irgendwas, ja, okay, wo jetzt keiner mit rechnet. Das ist Ribonukleinsäure. Was geht miteinander? Oh, ich werde schon wieder angerufen. Was ist denn heute, Maje? Dizzy! Blende ich den Merchant an, wie der das sagt. Merci. Assalamu alaikum. Was machen wir dann? Ich geh die Berg noch. Und du, Tom? Ich mach Gornhaut. Was ist das? Oh. Uli! Mein Name ist Manfred. Wie heißen Sie? Manfred. Was ist Ihre IBAN-Nummer? Manfred. Manfred! Uli, was hast du denn hier zu der Schafe? Die sehen nicht so gut aus. Olaf, das klingt so ein bisschen nach dir. Was soll? Das Kerl, der Kerl. Ohne Mann keinen Kampf. Setz mir zu den Läppchen. Was ich dazu sage? Ja. Da, die sind schon schwer abgemagert hier. Ja, was machen wir da? Anzeigen. Nee, ich würde den Schlachter holen. Ja? Ja. Ah, das erlöst die aber schneller. Ah ja, siehste. Stimmt, jetzt wo du sagst. Das sind 2 Zebras. Das ist ein Zebra. Klar, sieht man doch. Das ist am Halsband. So. So, jetzt die ultimative Frage. Sind Zebras schwarz mit weißen Streifen oder weiß mit schwarzen Streifen? Ich würde das auch gerade sagen. Ja, ich gehe mal davon aus, die haben zu viel Macke gegessen. Deswegen sind es weiße mit schwarzen Streifen. Doof. Aua. Uli. Was dann? Was machen wir denn heute? Spaghetti. Oh, lange Nudeln. Lange Nudeln. Ganze... Was ist hier los?
Oh, das ist suboptimal. Hab ich den Begriff? Was sind die? So Nachbarn, besoffen mit einer Kiste Bier. Wieso nur eine? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Die anderen haben sie schon getrunken. Was dann? Ah, oh, ah, herrlich. Was kam als erstes? Das Huhn oder das Ei? Das Weizenbier. Aha. Ist aber fett. Uli! Was? Du bist jetzt ein bisschen unscharf. Was haben wir denn hier? Ist er jetzt egal? Da! Ja? Spaghetti! Oh ja, selber so eine lange Nudel. Bin ich auch unscharf? Die Kamera ist zwar scharf, aber du bist halt nicht so. Ich bin wohl scharf. Prinzipiell brauchen wir nur noch eins für den Bauerntopf. Hallo Marcel! Wie nennt man die Vorspeise von der Vorspeise? Amüsgöl. Ich bin gerade ein bisschen perplex. Was wollen Sie kaufen? Ich will Zucker. Hast du genug? Und? Oh. Von das schönste Bett ist die Elisabeth. Das bitterste Bier ist das Klopapier. So, jetzt ist gleich die Waschmaschine. Nee, du nicht. Glaubt ihr denn mir, die gucken, wenn ich mal in der Unterhose rausholen? Geht's, wenn ihr nicht langsam was macht. Jetzt seid doch nicht so. Doch. Ist aber auch zickig. Toni! Jetzt zuckt auf den Scheißknopf. Das ist dann jetzt lange. Oh Gott, es. Oh, es läuft, Entschuldigung. Uli, jetzt hör auf zu lachen. Also wenn wir doch so ein paar Lacher so für den Hintergrund bräuchten. Haben wir es jetzt. Kriegen wir es. Dann passt es ja. Oh, jetzt fängt es auch draußen ein bisschen an zu regnen und zu gewittern. Dann würde ich sagen, muss man den Podcast jetzt beenden. Wir müssen alle Stecker ziehen, der da so irgendwo der Blitz einschlägt. Ja, Uli, was guckst du denn so? Das macht man doch so. Ja, stimmt. Dann bedanke ich mich für eure Zeit. Und dann hören wir uns morgen wieder. Macht's gut. Ja, tschüss.